Das allein ist ja schon eine Sensation. Bratkartoffeln mit Speck und später kommt geräuchertes Paprikapulver dazu. Sehr lecker. Zwiebelroschbraten mit Soße in wenigen Minuten. Okay? Also, ein schönes Stück Fleisch, so ein Rumpsteak, ja, wäre ideal. Und es wird jetzt gar nicht großartig geklopft. Ich lasse das schöne Fleisch so, wie Gott es schuf. Dann kommt ein bisschen Salz dazu, meine schönen Meersalzflocken. Ein bisschen Pfeffer, frisch gemahlen aus der Mühle. Liebe Freunde, das sind so ein paar Kleinigkeiten, die sollte man beachten. Pfeffer kommt immer frisch gemahlen aus der Mühle. Das ist einfach gut. Wenig Öl in die Pfanne und dann bei mittlerer Temperatur das Fleisch anbraten. Mit Gefühl anbraten, ja? So, dass es schöne Farbe bekommt. Ja? Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Das dauert jetzt so 2-3 Minuten. Dann drehe ich das Fleisch um, wobei das könnt ihr eigentlich gleich machen. Und lass das Fleisch jetzt, ja, nochmal, ich würde mal sagen, so 4 Minuten anbraten. Dabei wende ich es öfter, ja. Zack. So, perfekt gegart, immer wieder gedreht. Und das Fleisch kommt jetzt raus auf den Teller. Und der Bratensaft, den tun wir auch dazu. So, seid ihr bei mir? Herr Halter, Sie auch? Ja, klar. Das ist gut. Jetzt gibt es die Soße. Also in den Bratenansatz rein. Ich meine, so einen geilen Zwiebelrostbraten zu machen, das ist schon aufwendig. Ja, aber ich mache so eine Schnellversion, ja, für alle Supergescheiden. Ja, Freunde, ich mache eine Schnellversion. Okay, die Zwiebel schneiden, in den Bratenansatz anbrutzeln. Und zwar richtig, richtig anbrutzeln, ja, dass sich da was tut. Dass die Zwiebel mit der Butter, ja, so mit dem Bratenansatz so eine Einheit. Eine Einheit, oh Gott. Laut. Etwas Tomatenmark, aber nicht viel, so ein Teelöffelchen. Ein Schlückchen Essig. Oh, da haben wir unseren geilen Inlauf essen. Senf meine ich. Oh mein Gott, ich soll mal den Wein zum Kochen weglassen. So, und jetzt in den Bratenansatz, schau mal her, schön das Tomatenmark mit dem Senf einrühren. Eine Prise Zucker noch dazu, dann karamellisiert es schön. Und wenn das jetzt so schön unten anhängt, ja, das brauche ich, ja, das sind die Röstaromen für die Soße. Also auch so bei meinen Kochkursen, die Leute wollen immer wissen, Hänsel, Soße, 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 ja, klar, das ist das Wichtigste. Jetzt mit einem ordentlichen Schluck roten Portwein ablöschen. Und wenn ihr keinen roten Portwein habt, ja, das kommt auch noch dazu, wenn ihr keinen roten Portwein habt, dann geht natürlich auch Rotwein. So, und jetzt Vollgas, voll Power, was die Herdplatte hergibt. Und jetzt einmal schwenken zu den Bratkartoffeln. Da habe ich ja gesagt, es kommt etwas geräuchertes Paprikapulver dazu. Ja. Und dieses geräucherte Paprikapulver ist sensationell, schmeckt wirklich gut, schaut gut aus. Dann, hier, Bernd, komm zu mir. Petersilie. Ich nehme immer Blattpetersilie, das ist jetzt Krause, weil ich keine Blattpetersilie bekommen habe. So schaut es aus. Die kommt hier noch mit dazu. Muss gar nicht so fein sein, so schön. Ja, so ein bisschen, ja, crunchy, so ein bisschen natural style, ja. So, dann kommt hier das Fleisch rein. Und das war es jetzt eigentlich schon fast, ja. Also einfach Zwiebelrostbraten mal ein bisschen schneller. Chef, Alarm, anrichten. Komm. Siehst du das eigentlich auch gut? Schau mal. Ja, Räumchen. So. Das machen wir einfach hier unten als Bett. Dann das Fleisch. Und das schneide ich jetzt zweimal auf. Hier mit meinem Laserschwert. Geiles Messer, wa? Ja. Schau mal an. Schön, ne? So, und jetzt gebe ich das Fleisch hier oben drauf. So. Und oben drauf kommt diese reduzierte Soße. Und wisst ihr was? Hey, das esse ich jetzt. Ich muss das hier verteidigen. Melanie ist da, Bernd ist da, ich bin da. Ich teile es mit euch. Blitzrezepte, Zwiebelrostbraten mit saugeilen Kartoffeln. Nachkochen ist ein Muss. Ich freue mich auf eure Kommentare. Hasta luego.